Chuck. Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Herrn Tesla. Hallo, das bin ich. Worum geht's denn? Um diesen Job hier. Du bist ja einer von der schnellen Sorte, oder? Das Ding ist 4 Wochen alt. Ja, natürlich. Ich weiß. Aber ich hatte gedacht, man kann sich vielleicht jeden Samstag hier vorstellen. Generell ist das kein Problem. Wir sind an sich immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Hm, ja. Also mal ganz im Vertrauen. Ich bin ein bisschen abgebrannt. Ich brauche dringend einen Job. Was ist das denn für eine Arbeit? Sag mal, wie alt bist du denn? An sich war der Job für junge Leute gedacht. Entschuldigung, soll das heißen, ich bin zu alt für den Job? Geht's noch? Hey, kau ein Hund. Bleib ruhig, so war's ja nicht gemeint. Aber bist du frei, ungebunden und jederzeit reisebereit? Ach, und ob ich das bin? Mein Reisepass habe ich praktisch immer bei mir. Ja. Aber nochmal auf den Job zurückzukommen. Was muss ich denn da tun? Hey, Erik. Hey. Vielleicht haben wir einen neuen Mitarbeiter. Das hier ist Gerrit. Gerrit hat Interesse an dem Job. Na gut, ich meine, gute Leute können wir immer gebrauchen. Okay. Komm mal kurz mit, ich muss mit dir sprechen. Moment eben. Klar. Hör zu, ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Hast du Interesse an 4.000 Euro Cash im Monat? Na klar. Du wirst jetzt mal mit Erik in unser Trainingscenter fahren und dann wirst du alles weitere erfahren. Trainingscamp? Was soll das denn? Ja, das wird er dir unterwegs alles erzählen und erklären, kein Problem. Jetzt? Willst du den Job oder willst du nicht? Ja, klar will ich den Job. Bei 4.000 Euro. Dummerweise habe ich heute noch einen Termin. Also können wir die ganze Sache nicht auf morgen verschieben? Nee. Entweder jetzt oder gar nicht. Also, was ist? Ja klar, natürlich. Logisch. Ich gehe eben nur noch mal schnell telefonieren. Ja, das kannst du von unterwegs machen. Komm. Ja. Ja, wird er dir alles erzählen? Alles klar. Geht. Jo. Bis dann. Ciao. Gerrit ist immer noch nicht erreichbar. Das Handy ist immer noch aus. Der hat sich bei keinem von uns gemeldet. Das ist jetzt schon 2 Stunden her. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mann, warum ist er da auch nur alleine hingefahren? Ach, Alex, er wollte nur mal gucken, was mit der Anzeige auf sich hat. Dass er gleich verschwindet, konnte doch keiner wissen. Ja, trotzdem. Gibt's ja auch einen anderen Grund. Oder der Akku ist einfach leer. Robert, du hast gerade selbst gesagt, da stimmt was nicht. Gerrit wollte uns informieren, sobald er in der Kneipe war. Hat er aber nicht. Weißt du was, wir fahren jetzt zu dieser Kneipe und holen den Besitzer hierher. Und dann sollen die Kollegen die ganze Bude auf den Kopf stellen. Verdammt nochmal, was werfen Sie mir hier überhaupt vor? Warum bin ich überhaupt hier? Warum wird meine Wohnung durchsucht? Warum wird meine Bar durchsucht? Und warum soll ich hier zum Verhör aufs Revier kommen? Weil unser Kollege heute Mittag in Ihrer Kneipe war und jetzt ist er weg. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ja, ich will jetzt wissen, was Sie mir hier konkret vorwerfen. Unser Kollege war bei Ihnen und jetzt ist er verschwunden. Also jetzt sage ich Ihnen mal, was bei mir war, niemand, und ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Jetzt hören Sie doch auf zu lügen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Gar nichts. Was wollen wir hier? Was hast du mit mir vor? Es tut mir wirklich leid, dass ich dir das antun muss, aber verdammt nochmal, was schnüffelst du auch Svenja hinterher? Ihre Schwester hat dich geschickt, stimmt's? Ja. Ja, ihre Schwester hat mich geschickt. Hey, dann bist du der Macker von der Schwester. Ganz genau. Sie macht sich Sorgen um Svenja. Was hast du mit ihr gemacht? Willst du das wirklich wissen? Ja? Okay. Ich sag's dir. Setz dich. Ja? Weißt du, mit Svenja, da gab's ein kleines Problem. Hören Sie doch auf mit dem Mist. Wozu das leerstehende Gebäude? Was ist damit? Ja eben, was ist damit? Was machen diese ganzen medizinischen Sachen da? Spritzen, Infusionen, Schmerzmittel. Werden da etwa Menschen Organe entnommen? Ich kann doch die Aussage verweigern, oder? Nein. Kann ich doch. Sie packen jetzt aus. Wo ist David Konze?
Wo ist Frau Karunga? Und wo ist unser Kollege? Wissen Sie was? Ich will jetzt mal einen Anwalt sprechen und hier sage ich gar nichts mehr. Ist doch erlaubt in Deutschland, oder? Alex, kommst du mal bitte, ist wichtig. Sehr gerne. Und wir beide machen gleich weiter. Also, wo ist unser Kollege? Das ist mein Freund David. Und das ist die nette Polizistin, die alles Mögliche getan hat, um dich zu finden. Ja, wo waren Sie denn? Er ist plötzlich vor einer Stunde bei mir aufgetaucht und hat mir alles gebeichtet. Dann legen Sie doch jetzt bitte noch mal eine Beichte bei uns ab. Komm schon. Wie, was heißt das? Der Job hat mit Drogenschmuggel zu tun. Haben Sie als Drogenkurier gearbeitet? Ja, als Bodypacker nennt sich das. Dieses Fabrikgelände ist so eine Art Trainingslager, wo man innerhalb von 2 bis 3 Wochen zum Bodypacker ausgebildet wird. Sie wurden richtig trainiert, um Drogen in Ihrem Magen zu transportieren? Ja, wir haben halt damit angefangen, in ölgetränkte Trauben und Pflaumen zu schlucken, damit dieser Würgereflex abgebaut wird und damit wir danach eben dann diese Kokspäckchen schlucken können. So eine Art Schluckmuskeltraining? Genau, und wir wurden halt auch psychologisch geschult, damit wir bei einer Flughafenkontrolle nicht die Nerven verlieren und auffliegen. Ja, und dann später, nach dem Training? Naja, danach fliegt man nach Kolumbien, schluckt die Päckchen, fliegt wieder zurück und scheidet sie in dem leerstehenden Haus auf dem Gelände aus. Wie viel Drogen musstet ihr transportieren? Es waren so 50 bis 100 Päckchen und das sind dann so 300 bis 500 Gramm. Und was bekommt ihr für diesen Transport? Wie viel Geld? 4.000 Euro pro Kurierdienst. Und heute sind Sie also zurückgekommen? Ja, beziehungsweise ich habe Schiss bekommen. Ich habe meinen Flug eigenmächtig umgebucht. Was heißt das jetzt? Naja, ich bin abgehauen. Ich bin ohne Drogen zurückgeflogen. Die anderen kommen morgen Nachmittag aus Kolumbien zurück. Das ist unfassbar. Da zieht der Wirt auf diesem alten Fabrikgelände so ein Business auf mit Bodypackern. Das Gelände ist zwar ganz schön alt, aber der hat da alles mit Kameras und so Zeug vollgestopft. Also wegen ungebetenen Gästen halt. Wir haben hier Bewegungsmelder. Das heißt, wenn wir nicht da sind und irgendjemand das Haus betritt, werden automatisch die Überwachungskameras aktiviert und zeichnen alles auf. Okay. Zuerst dachte ich schon, die Bullen wären uns auf die Schliche gekommen, aber dann habe ich geschnallt, dass Svenjas Schwester euch geschickt haben muss. Also Svenja hat ja sowieso die ganze Zeit nach ihrer Schwester gefragt. Was hast du mit ihr gemacht? Wir konnten sie doch nicht so einfach von ihr weglassen. Und dann hat sie mir auch noch mein Handy gezockt und damit diese SMS geschrieben. Du hast bei Svenjas Schwester angerufen, nachdem Svenja ihr die SMS geschrieben hat. Na klar. Ich meine, ich musste doch überprüfen, wen sie kontaktiert hat und ob Bullengefahr besteht. Was? Was wird hier eigentlich gespielt? Was hast du mit Svenja gemacht? Du darfst nicht denken, dass wir das alles hier gewollt haben. Hier. Es war kurz vor ihrem Abflug. Einen Tag vor meinem Abflug nach Kolumbien sind andere Bodypacker wieder zurückgekommen. War Svenja Karunga auch dabei? Ja, da ich alles live miterlebt habe, habe ich Schiss bekommen. Ich mir dachte, Scheiße, was ist, wenn dir das passiert? Die lassen dich da eiskalt verrecken. Wie eiskalt verrecken? Was ist denn passiert? Bei Svenja ist anscheinend ein so ein Päckchen im Bauch geplatzt und naja, sie ist elendig vor meinen Augen gestorben. Was ist so scheiß weh? Svenja braucht Hilfe! Aua! Die kollabiert mir gleich. Ich kümmere mich darum. Ich bin Arzt. Dieser Erik, der das mit dem Wirt da abzieht, der hat angeblich mal Medizin studiert und meint, er sei Arzt, aber als der kam, war es auch schon zu spät. Svenja hat schon nicht mehr reagiert. Ja, und hat dieser Erik keinen Notarzt gerufen oder versucht, die junge Frau wiederzubeleben? Hat er den Bauch aufgeschnitten und die restlichen Drogen auch rausgeholt. Du hättest es versuchen müssen. Vielleicht hätte man die junge Frau retten können. Ach, vielleicht, vielleicht. Mann, sie ist tot und die Leiche haben wir gut versteckt. Ey, die Bullen hätten uns hops genommen. Bei der Menge wären wir mindestens für 10 Jahre im Bau gewandert. Okay, jetzt pass auf und hör mir gut zu. Ich bin von der Polizei.
Was? Nimm die Waffe runter. Fuck! Du bist ein Bulle? Scheiße! Scheiße, mein Fuß! Wollt einen Krankenwagen, Mann, Alter, ich verblute! Ist okay bei dir. Dann hast du mich erschreckt. Mein Junge, ey, keine Alleingänge mehr, okay? Ich weiß doch, dass man sich auf dich verlassen kann.